Servus Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vielen Dank, dass ihr schon mal eingeschaltet habt. Worum soll es heute gehen? Heute soll es darum gehen, was ihr tun könnt, wenn Microsoft PowerPoint nicht startet. Da gibt es einige Punkte, die ihr befolgen könnt und dann sollte das Ganze ohne Probleme wieder funktionieren. Bevor wir allerdings ins Video reinstarten, möchte ich eine ganz kurze Bitte an euch aussprechen. Und zwar würde ich mich extrem über ein Like, Abonnement oder Kommentar freuen von euch. Und euch kostet es nichts, also warum denn nicht? Klickt einfach mal auf die Buttons und schreibt ein kurzes Kommentar, freue ich mich sehr drüber. Lass uns aber direkt ins Video reinstarten. Was ist der erste Schritt, den wir befolgen können? Ich schließe jetzt mal hier wieder PowerPoint, dass es das Ganze realer ist. wir starten einfach mal damit, dass wir hier, grundsätzlich kann man mal sagen, dass ihr unbedingt euren Rechner mal neu starten solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und dann PowerPoint mal probieren als Administrator auszuführen. Das sind so die ersten beiden Schritte, die jeder probieren sollte. Und dann gehen wir weiter, geben einfach mal Programme hinzufügen oder entfernen ein. Das Ganze mache ich jetzt auf Windows 11, aber das Ganze sieht funktioniert gleich bei Windows 10, sieht nur ein bisschen anders aus. Dann gehen wir hier auf die drei Punkte, gehen auf erweiterte Optionen, bei Office natürlich, bei Office. Hier müssen wir jetzt ein paar Einstellungen vornehmen. Wir beginnen damit, dass wir die App darf im Hintergrund ausgeführt werden, auf immer setzen, beenden. Hier drücken wir einfach mal auf beenden, damit alle Prozesse mal gestoppt werden und beendet werden. Beenden, weiter zu zurücksetzen. Hier klicken wir einfach mal auf reparieren. Hier sehen wir sie direkt. Wenn diese App nicht korrekt funktioniert, kann versucht werden, sie zu reparieren. Die Daten der App bleiben davon total unberührt, und dann klicken wir nochmal auf zurücksetzen. Hier werden keine Daten gelöscht, keine Sorge. Darauf kommen wir später noch zurück. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir unser Netzwerkadapter resetten. Wie machen wir das Ganze? Wir gehen einfach mal in die Systemsteuerung. Ich mache das jetzt über die Systemsteuerung, dass das ziemlich ähnlich für die ganzen Nutzer von euch mit Windows 10 aussieht. Hier gehen wir dann auf Netzwerk und Internet, Netzwerk und Freigabecenter, und dann gehen wir hier links auf die Adapter-Einstellungen ändern, einfach mal drauf drücken, dann sollte sich so ein Fenster jetzt circa öffnen, wo in meinem Fall jetzt ein Ethernet ist, wo ich kann ja aber auch gut ein WLAN sein, wie auch immer ihr halt verwendet. Ich habe ein Kabel in meinem Computer, also Ethernet. So, hier haben wir jetzt den Netzwerkadapter, können wir einfach mal Rechtsklick drauf drücken, brauchen wir Administratorrechte dafür, nur zur Info, wie wir hier sehen können, und deaktivieren das Ganze mal. Jetzt, wo das Ganze deaktiviert ist, können wir hier gegenchecken. Starten wir mal PowerPoint, beziehungsweise versuchen es. Starten PowerPoint, perfekt. Es hat wunderbar funktioniert. Können jetzt hier diverse PowerPoints starten, wie auch immer. Wenn wir das Ganze dann gestartet haben, müssen wir das Internet natürlich wieder aktivieren. Indem wir einfach mal Rechtsklick drauf drücken und dann auf Aktivieren, dann wird das Ganze wieder aktiviert. Keine Angst, das dauert halt einen kleinen Moment, bis das Ganze wieder mit dem Internet verbunden ist, weil das Ganze das Netzwerk neu identifizieren muss. Dauert eben einen kurzen Moment, hier sehen wir es. Und zu guter Letzt natürlich haben wir noch einen Punkt, den ich mit euch jetzt durchgehen werde. Und zwar haben wir hier gehen wir zurück mal auf Programme hinzufügen und entfernen. Und jetzt haben wir natürlich noch zu guter Letzt die Möglichkeit, Office deinstallieren und wieder installieren. Das ist natürlich nur die letzte Möglichkeit, die ich euch noch ans Herz legen kann. Wenn das Ganze noch immer nicht funktioniert, ja, ist wie bei so vielen Programmen die letzte Möglichkeit. Bei Office ist es jetzt nicht so tragisch, weil das nicht so viel Speicherplatz hat. Also das könnt ihr auf jeden Fall probieren. Mittlerweile ist unser Netzwerk auch wieder aktiviert. Also haben wir das auch perfekt abgeschlossen. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Like, Kommentar, Abo. Wenn nicht, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, dann werde ich euch schnellstmöglich antworten. Ja, das war's schon mit dem Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.